Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banished. Tja, ich muss mich entschuldigen für die letzte Aufnahme. Die war, ja, in Half-Size aufgenommen und ich habe halt gemerkt, das ist nicht mal 27p auf YouTube. Tja, deswegen jetzt wieder Full-Size und wahrscheinlich wird es dann hier doch wieder ein wenig laggen, aber ich versuche oder hoffe, dass es einigermaßen erträglich ist. Ja, wir haben hier unser Buschdorf. Es ist gerade Early Autumn, also früher Herbst. Und wir lesen hier, Rigobert has become an adult. Achso, der ist erwachsen geworden. Das heißt, wir hatten das ja nachgeguckt, mit 10. Hier ist der Rigobert. Mit 10. Wer fangen die also an zu arbeiten? Das ist früh. Das ist verständlich. Ja, man muss immer mit 10 schon anfangen, mal auch mal ein bisschen zu arbeiten. Ja. Und ja, wollen wir mal sehen. Wir sind hier dran, den Storage Barn zu bauen. Und wir sehen schon, Steine sind komplett, aber wir brauchen noch Holz. Und ich glaube, ich hatte hier, ja, hier hatte ich Holz in Auftrag gegeben, zu fällen. Und da sind jetzt halt 3 Laborer und der Builder dran, das zu tun. Und ja, wir müssen dann bald auch neue Häuser bauen, denke ich. Wo dann zum Beispiel, ja, also die Familien müssen ja sich ja irgendwann auch wieder trennen. Hier zum Beispiel zieht dann der Rigobert vielleicht mit der Albertine oder zusammen. Oder mit bald. Das sehen wir dann eben bald. Lustig. Ja, und es sind auch 2 neue geboren worden. Ja, das heißt, wir haben jetzt 9 Erwachsene und 8 Kinder. Das ist doch schon mal positiv. Ja, Straßen lasse ich jetzt erstmal noch weg. Glaube ich, brauchen wir jetzt so dringend nicht. Und das braucht ja auch Zeit, eh die bauen. Ja, man sieht schon hier beim Scrollen, es laggt da ein wenig. Ich muss das noch optimieren. Also das muss ich nochmal gucken. Und mit Half-Size geht es schon mal nicht. Und ich habe auch keine Lust, hier runter zu schrauben auf eine andere Auflösung, weil ich dann auch nicht weiß, wie das dann auf YouTube aussieht. Und ich habe keine Lust, noch mehr Tests zu machen. Also die Auflösung ist jetzt hier 1920 mal 1080 oder was ist das? Wahrscheinlich. Ja. So, Leute, jetzt baut mal hier mal einen Barren. Was ist eigentlich mit ihm hier? Der hat kein Holz oder was? Ja, wir sind ein bisschen holzarm, aber wir haben auch schon wieder 68 Firewood. Das Einzige, was momentan wieder wenig ist, ist Food, aber ich denke, das liegt daran, dass die hier ihr Food direkt immer storen in ihren Häusern. Ja, hier ist einiges an Fisch vorhanden. Ja, was steht da in Zukunft an? Wir müssen dann irgendwann bald mal den Trading Post eröffnen. Wo ist das? Hier? Ja, Trading Post, hier am Fluss. Und ich habe mir überlegt, dass wir dann hier den Gatherer, der ist ja auch schon irgendwo hier in Auftrag, da. Dann hier Holz und so, das heißt, dass der Wald hier, der bleibt so bestehen, wie er ist ungefähr. Und hier drüben werden wir dann Felder anlegen irgendwann, wenn das denn mal möglich ist. Und hier in dem Bereich ist dann eben die City. Die können dann auch noch hier, denke ich, weitergeführt werden so ein bisschen. Falls das mal irgendwann soweit ist. Okay, wir sehen, es ist wieder jemand erwachsen geworden. Das heißt, wir haben jetzt schon 10 Arbeiter. Das ist sehr gut. Das heißt, haben wir irgendwo Jobs frei? Höchstens Bilder, aber den brauchen wir jetzt nicht wirklich. Das hier reicht auch einer, oder? Okay, machen wir 2. Komm, dann haben wir noch Bilder mehr. Und dann werden wir jetzt als nächstes, denke ich, hier das, wo ist er denn? Wo ist denn unser, hallo, klicken, 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 da. Unsere Forester Lodge, die werden wir jetzt mal, da werden wir jetzt mal die Priorität hochschrauben, damit die gemacht wird. So, das ist wichtig, wir brauchen unbedingt Holz und wir können ja hier nicht alles wegfällen. Das heißt, es muss natürlich ein Nachschub stattfinden. Ja, das hier ist das nur die Hide Codes und die Iron Tools drin. Und dafür brauchen wir jetzt extra einen Barren. Schön, ne? Ein Schuppen. So, was ist denn jetzt los? Wir haben Herbst und es wird frostig irgendwie. Man sieht auch, wie die Bäume hier richtig schön orange sind im Herbst. Also zumindest die Laubbäume. Die Nadelhölzer natürlich nicht. Sehr schön. Was haben wir hier? Wir sind auf 2-mal. Gut, die sind hier beschäftigt. Ja, die fangen an zu bauen. Gut.
Ich weiß gar nicht, im Barn, also im Schuppen muss, glaube ich, niemand arbeiten, ne? Also das ist... Aha, jetzt nimmt er langsam Form an. So, ja, also wir dürften jetzt aber auch gerüstet sein für den Winter. Firewood wird schon ordentlich verbrannt, hier sehe ich. Das waren ja mal 20 in den Häusern. Aber das ist gut. So muss das ja sein. Und ja, jetzt fängt es auch richtig an zu schneien. Das heißt, ja, das Laub ist jetzt auch von den Bäumen. Und wir machen jetzt mal auf 5, damit das hier vonstatten geht. So, jetzt ist der Bahn gleich fertig, hoffe ich. Ich weiß auch gar nicht, ob die, zum Beispiel die Fischer im Winter genauso effektiv arbeiten wie im Sommer oder in anderen Jahreszeiten. Oder ob die dafür auch wirklich Kleidung brauchen, die dann anziehen, um eben effektiver zu arbeiten. Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. So. Ja. Steine haben wir noch genug. 106 sehe ich. Und Firewood kommt jetzt auch langsam wieder ran. Genauso wie normales Wood. Haben wir jetzt hier noch irgendwas in Auftrag? Weil sonst müssen wir noch was in Auftrag geben hier. Das muss weg. Hier, das kann auch weg. Bis auf die. So ein bisschen Schönheit muss ja auch sein. Hier so am River können da schon noch ein paar Bäume stehen. Das ist okay. So, ja. Dann können wir auch schon mal gucken, dass wir die nächsten Häuser in Auftrag geben. Weil, wie gesagt, dass die da auch mal ausziehen zu Hause. So, was haben wir hier? Warum ist das rot gewesen? Lassen wir einen Weg und klatschen da so noch das nächste dran. Oder? Oder wir lassen hier frei und da kann dann der Markt irgendwann hin. Es gibt ja einen Markt hier. Market. Der ist natürlich groß. Ja, da müssen wir uns das merken. Das ist dann jetzt... das Äußere, ist das dann ein Weg? Oder muss man das so bauen? Das ist jetzt die Frage. So oder so? Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Weg ist. Das heißt, man kann das so bauen. Das heißt, hier wird es dann bündig zu dem letzten Haus. Und dann kann man da an der Stelle dann wieder ein Haus setzen. Okay. Dann machen wir das direkt, damit ich das weiß. So, das wäre bündig. Da war der Weg. So, wenn ich jetzt hier das Haus setze, muss natürlich eins frei. Können wir jetzt nochmal gucken, ob wir den Markt da immer noch hinklatschen können. Ja. Gut, okay. Das heißt, wir können jetzt auch den... Der Bahn ist fertig. Das heißt, wir können diese Struktur hier removen. Ich hoffe, da kümmert sich dann irgendwann mal jemand drum. Oh, jetzt haben wir hier aber gar kein Feuerholz mehr. Haben wir das hier? Oh ja, die haben jetzt viel. Die haben auch recht viel. Die haben okay. Und die haben auch zumindest noch was da. So, was ist jetzt hiermit? Der ist 7 von 7 removed. Da muss aber jetzt Holz und Stein hingebracht werden. Das haben wir ja priorisieren. Das haben wir priorisiert. Und das heißt, die werden sich jetzt erstmal darum kümmern, ehe sie hier die Häuser bauen. Alles klar. Soweit läuft's doch. Wir haben Early Winter, schon minus 10 Grad. Also ist der Fluss zugefroren? Ne, die fischen hier noch, ne? Gut, weil wenn die jetzt nicht mehr fischen würden, dann wäre hier aber Schicht im Schacht, glaube ich. So, okay. Dann werden wir nach dem Forester, werden wir dann den Gatherer auch noch in Betrieb nehmen, um genug Futter zu kriegen, ranzuschaffen. Ja, und dann werden wir, wenn das alles hier fertig ist, die beiden Häuser, der Forester und der Gatherer, dann werden wir den Trading Post, denke ich mal, hier irgendwo hinklatschen. Damit wir, ich hoffe, dass dann da irgendwann ein Händler kommt und wir uns irgendwelche Samen kaufen können, damit wir endlich mal Felderwirtschaft betreiben können. Ich weiß auch nicht, wie das mit Vieh ist. Wenn ich hier hier ein Pasture baue, also ein Stall oder so. Muss ich mal gerade testen, ob man das auch testen kann. Das muss gebaut werden. Na, dann lassen wir das mal. Das muss gebaut werden, wohingegen so ein Cropfield eben keine Baumaterialien kostet. Da kann man das dann gucken. Das heißt, ich weiß halt nicht, ich glaube nicht, dass wir irgendwas an Tieren haben, die dann da leben können.
So, wie sieht's hier aus? 21 von 32. Ein paar Steine noch hinschleppen. Machen wir einen Builder weniger und einen Laborer mehr, damit das hier schneller geht. Ja, wir müssen auch Bäume fällen. Wir haben überhaupt kein Holz mehr, sehe ich gerade. Können mal den... Ich glaube, das reicht jetzt für den Winter. Das heißt, wir machen den mal weg und der ist jetzt auch ein Laborer. So, das hier... Ja, das wird jetzt langsam dann reclaimed, wenn da mal irgendwann jemand Zeit für hat. Ich denke, dass zum Beispiel... dass die eher Holz fällen, als das jetzt hier zu removen. Das ist in der Kette, denke ich mal, drüber. Ja. Hier wird ordentlich was hingeschafft, hoffe ich. Irgendwie sind die gerade alle zu Hause oder was? Ich sehe wenig Leute rumeiern. Naja. So, machen wir mal die Zeit ein bisschen schneller gerade. Man hat, also ihr seht das, manchmal ist ein kleiner Sprung hier drin. Ist halt nicht flüssig. Aber ich versuche da zum nächsten Mal noch was dran zu ändern. Dass wir das irgendwie noch gebacken kriegen. So, jetzt dürfte hier langsam mal genug Holz angeschleppt worden sein, hoffe ich. Ne, noch nicht viel mehr. Was machen die denn? Wir haben 5 Arbeiter. Kriege ich das eigentlich immer weg oder geht das manchmal einfach weg? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. So, was haben wir hier? Jetzt fehlt schon ein Herz. Das heißt, Health. Was macht man nochmal für Health? Resource Production. Essen. Town Services. Ein Hospital bauen. Gibt es da nicht noch eine Vorstufe? Da gab es doch einen Herbalist irgendwo. Da. Use together herbs and provide simple health and healing. Das brauchen wir. Ein Herbalist. Herbalist, der kann... Der sucht ja auch rum. Den können wir hier in die Nähe des Gatherers bauen, denke ich. So? Okay, ja. Da können wir den hinklatschen. So, hier ist das Fundament gelegt. Ja. Alles ist da. Das heißt, jetzt kommen die Bilder. Da machen wir jetzt mal einen wieder mehr. Da können die jetzt mal hier arbeiten. So. Schieß wieder da unten hin. Okay. Gleich wird wieder... Der Bald wird bald 10. Und das ist sehr schön. Hier ist auch schon eine 8. Oder ein E, ein E. Gut. Feuerholz brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So, wie sieht's hier? Oh, das ist schon fertig. Na, das ist sehr schön. So, machen wir hier direkt mal 2 Forester hin. Das heißt, wir haben jetzt noch 2 Laborer und 2 Builder. Das reicht erstmal. Und die kümmern sich hier um Cut und Plan, sind beide an. Kümmern sich hier um die Forstwirtschaft. So, was haben wir jetzt? Es wird langsam wieder Frühling. Early Spring. Sehr schön. Dann gehen wir die Zeit wieder auf 2. Oh, hier ist auch schon das Fundament vom Gatherer gelegt. Das heißt, hier wird jetzt auch schon gebaut langsam. Ja, dann fehlt eigentlich nach dem Gatherer, machen wir, glaube ich, erstmal die Häuser. Ja, wir haben noch 23 Holz. Ist ja die Frage, ob jetzt das... Oh je, die Laubbäume sind auch schon wieder... Haben schon wieder Laub bekommen. Ob das, wie schnell das hier geht, wie schnell die hier Holz anschaffen. Das ist die Frage. Es ist ja schon gut, was da... Also viel pflanzen müssen sie jetzt eigentlich nicht. Hier wird wahrscheinlich gepflanzt und hier. Aber ansonsten können sie eigentlich sich ans Fällen begeben. Ich hoffe, das machen sie dann recht schnell. Dann werden wir da auch irgendwann mal eine Straße hin. Wo ist denn der Forester? Hier. Was ist denn, wenn wir jetzt mal anzeigen lassen, Weg zur Arbeit? Wie geht das denn? Ah, jetzt hier. So, okay. Das heißt, hier ungefähr werden wir dann nochmal einen Weg machen. Irgendwie. Gut. Was ist denn das schon wieder? Habe ich das wieder weggeklickt? Bin ich blöd oder was? Müsst mich mal darauf hinweisen. Klicke ich das weg oder geht das weg? So, hier wird jetzt gebaut. Ja. Sehr gut. Dann machen wir nämlich dann bald
Wenn wir noch, wenn die hier alt sind, hier der Dale und wer war das noch? Yali ist 8. Und der Bald, Yali und Bald, dann werden wir die als Gatherer in Beschlag nehmen. Oh, da ist der Timer auch schon abgelaufen. Das geht ja hier ratzfatz. Das waren wieder 15 Minuten. Buschdorf ist wieder ein wenig größer geworden. Jetzt wieder ein guter Quali, aber ein bisschen stockend. Also ich denke, das ist auf jeden Fall besser, wenn die Quali besser ist und es stockt ein wenig, als wenn es scheiße aussieht und es nicht stockt. Deswegen, ich hoffe, da noch einen Mittelweg zu finden. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Brilli.